Noten 15-5, 14-0, 16. Für Michael Heiböck. Der kommt als nächster dran. Gregor Schlierenzauer als übernächster. Und für ihn geht es nach wie vor um die Verteidigung der Führung im Gesamtweltcup und vielleicht auf einen Angriff jetzt in Richtung Stefan Kraft in der Vierschanzentourneewertung. Es könnten sich auch heute Kraft und Heiböck als Duo absetzen von der Konkurrenz, wenn Breots wirklich zurückfällt. Vor Breots bleiben, das wäre wichtig. Für Michi Heiböck, für die Führung braucht er 131 Meter. Ah. Ja, der ist schön, der ist hoch. Und er geht weit hinunter. Super. Wieder Chancenrekord. War er da drinnen im Schnee? Nein, da hat er nichts reingegriffen. Das war wieder Chancenrekord, oder? Das gibt's ja nicht. 138 Meter. Ist ein Wahnsinn. Da sind die beiden verrückt heute. Das gibt's ja nicht. Aber das müssen wir uns noch einmal ganz genau anschauen. Noten 15-5, 14-0, 16-0, 16-0, 16-0. Also Uneinigkeit ein bisschen, ob er da im Schnee drinnen war oder nicht. Wir werden es gleich sehen. Jedenfalls ein Wahnsinnssprung, diesmal von Michi Heiböck. Schanzenrekord zählt nur, wenn er nicht als gestürzt gewertet ist. War er drinnen? Jetzt sehen wir es gleich. Achtung, die Landung. Hand war im Schnee. Ja. Hand war im Schnee. Aber egal, der Sprung war cool. Er hat sogar noch aufgemacht, das heißt, er wäre noch weiter gegangen. Aber das ist wirklich schon die Grenze. Also das noch weiter dürfen wir es nicht springen lassen. Ich mein, reagiert auch sofort die Jury. Schau, Walter Hofer schaut auch da ganz ernst und besorgt. Es jubeln zwar alle, nur wenn was passiert, dann jubelt oben keiner mehr. Also. So ist es. Michael Heiböck freut sich einmal, erste Reaktion, das ist wichtig. War mit der Hand drinnen, egal die Noten sind, die er von den Punkterichtern bekommt, das reicht einmal für die Führung. Also schlechtestenfalls Rang 7 hätte er nicht hineingegriffen mit ein bisschen besseren Noten. Dann wäre es natürlich noch weiter vorne. Kurze Schrecksekunde, die Freude überwiegt, Erleichterung ist auch da. Chancenrekord zählt nicht. Ja, es ist halt bitter, weil wenn sie jetzt eine Luke Overgang.